Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6, Vers 46. Das mit der Gotteserkenntnis ist ja so eine Sache. Wie weiß ich denn, was Gott von mir will? Wie weiß ich denn, dass Gott es ist, der es von mir will? Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Hier scheint Jesus zu sagen, dass man ihn kennen kann. Und wenn man es nicht tut, ihn also nicht kennt, ungern Jesu Worte gelten lässt, sollte man auch nicht zu schnell Gott alles in den Mund legen, wie es einem selber passt. Da scheinen im Umfeld Jesu Menschen zu sein, die meinen, genau zu wissen, wie Gott eine Sache sieht. Aber Jesus ihre Kenntnis in Zweifel stellt. Da scheint wohl eine falsche Selbsterkenntnis vorzuliegen. Dabei sprach Jesus zuvor schon von einer Prüfmöglichkeit, die Mensch an sich selbst vornehmen kann. In Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Früchte trägt, noch einen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man pflückt nicht Feigen von Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wie weiß ich also, dass es Gott ist, der etwas von mir will, dass ich tue, was Jesus sagt? Jesus sagt, der Mensch erkennt daran, ob er tut, was er sagt. Indem er an sich selbst überprüft, der Mensch, welche Frucht er hat. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Wohin, der nicht wandelt, wohin, der nicht wandelt, im Rat der Gottlose. Wohin, der nicht wandelt, wohin, der nicht wandelt, im Rat der Gottlose. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wohin, der nicht wandelt, wohin, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Wohin, der nicht wandelt, wohin, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Versuch ich sein Angesicht, dien ihm bis sein Tag.